Hallo zusammen und willkommen zu unserem dritten Playthrough durch das Spiel hier. Jetzt werden wir uns mal Kamaitachi vornehmen, also den letzten der drei originalen Charaktere. Und ja, zu dem würde ich mal so ganz allgemein sagen, dass er für mich persönlich aus dem originalen Spiel mit der originalen Version damals, ich würde schon sagen, der in Anführungszeichen stärkste Charakter war oder mit dem man eigentlich dort am einfachsten sozusagen durchkam. Dann hatte ich diesen, wo ich diesen einen Challenge Run da gemacht hatte mit allen drei Charakteren in Folge, ihn auch als letztes gesetzt und natürlich dann auch beim ersten Versuch dann jeweils sozusagen geschafft. Ja, von daher, was ihn halt durchaus ausmacht, dass er durchaus recht hohe Geschwindigkeit hat, wie er sich bewegt. Der Schaden ist ähnlich wie bei Kunoichi jetzt zwar nicht so extrem hoch, aber er hat nochmal so ein bisschen den Vorteil, dass er jetzt eben mit seinen normalen Standardangriffen eben doch eine etwas höhere Reichweite hat und somit uns die Gegner die ganze Zeit outrangen. Und ja, von daher würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Eine Spezialität ist natürlich für ihn nochmal, dass auch ich sag mal, das Wurfsystem nochmal anders ist. Man kann anders als also Ninja kann ja die Gegner tatsächlich greifen und hochnehmen. Dann Kunoichi kann die Gegner festhalten, aber halt nur statisch dann an einer Stelle stehen. Und er kann nichts davon sozusagen, sondern er wirft halt die Gegner tatsächlich, also im Prinzip können wir sich fast so ein bisschen vorstellen beim alten Street Fighter, wo man dann nach vorn drückt und dann einfach diesen Wurf statt den Angriff macht. Hier sieht man einen Wurf nach hinten gleich. Allerdings muss vorher ein normaler Schlag gesetzt werden, also ist im Prinzip so ein bisschen eher, als ob es aus einer Combo herausgeht, was dann wiederum genauso bei alten Street Fighter nicht gehen würde, aber gut. Jetzt haben wir den Wurf nach vorne, der relativ viel Schaden macht. Der Wurf nach hinten kann halt, wo er die so hochwirft, die Gegner, kann man tatsächlich mehrere gleichzeitig werfen. Und ja, so ein bisschen wie schon gesagt, eine interessante Besonderheit ist, dass wenn er im geduckten Zustand sich schneller bewegt, wie wenn er im Stehen läuft. Hier ist mir auch mal gleich noch eine kleine Besonderheit eingefallen. Bei diesem geduckten Angriff hier haben früher diese Messertypen zwei von diesen sehr leichten Schlägen, die er dort macht, sozusagen ausgehalten. Und weil dem nicht so ist, ist es mehr oder weniger auch unmöglich, diesen Finisher, dann sozusagen dieser Combo, wo er dann diese Kralle dort ausfährt, überhaupt zu machen, weil dazwischen dann immer so eine Lücke ist, wo er nicht trifft. Also man muss da tatsächlich, früher hat es gereicht, wenn einer von diesen Doppelschlägen getroffen hat. Jetzt ist es so, dass da tatsächlich vier Treffer irgendwie landen müssen, damit er das überhaupt macht. Naja, das ist ein tiefer Angriff von denen. Ansonsten von seinen neuen Fähigkeiten, die er jetzt hier hat. Das ist jetzt nicht, aus meiner Sicht, nicht so extrem beeindruckend. Sein normaler Angriff im Stehen, was man macht, dann schießt er solche Stacheln, sag ich mal, so schräg oben aber nach hinten raus. Gegen diese neuen kleinen fliegenden Roboter kann das mal durchaus ganz sinnvoll sein, aber ansonsten. Oder gegen, wie jetzt zum Beispiel dieser erste Boss, der ist relativ groß. Ich weiß aber nicht, ob ich das bei dem ersten Run hier schon gemacht habe. Da kann man das mal mit einsetzen. Und in der Luft hat er sozusagen so einen. Ja, genau, wenn wir das mal sehen hier. So einen Angriff, das sehen wir dann wahrscheinlich irgendwann mal, wo er so eine Art, ja, so ähnlich, weiß nicht jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Er springt dann dort halt herum mit seinen ausgestreckten Klauen hier und naja, das werden wir irgendwann mal sehen. Also ist er hier mit relativ schnellen Kombos, denke ich mal, ganz okay. Gegen diesen Boss hier auch. Muss mich natürlich generell noch ein bisschen dran gewöhnen, wie schon gesagt, das ist erst der dritte Playthrough hier.
wir hier sogar sterben. Weiß ich nicht mehr. Aber möglich ist es. Ja, wir hatten fast unseren Blaster nochmal voll gehabt. Okay, ist ja interessant, wusste ich gar nicht. Gleich in Stage 1 gestorben, das ist mal was. Da sage ich noch, dass es der stärkste Charakter aber ist. Also alles in allem würde ich sagen, dass er hier vielleicht nicht mehr ganz so effektiv ist wie im originalen Spiel. Er hat auch relativ wenig, sagen wir, Combo- oder Chuckle-Potenzial. Aber alles in allem... Also wusste ich auch gar nicht mehr, dass hier eine Zwischenstation sozusagen in der Stage ist. Ja. Ja. Aber gegen diesen Boss, wie schon gesagt, muss ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Na, mal sehen, wie sich's jetzt ausgeht. Ja, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Es gibt halt so ein paar Dinge, die man halt einfach auch wissen muss, dass er immer, wenn er zum Beispiel, nachdem er geblockt hat, diesen Kick macht, den man dann natürlich am besten ausweicht. Weil er versucht, einen zu werfen, nachdem er da so nach vorne geht. Versuche ich jetzt so ein bisschen hier hin und her zu springen. Weil nach so einem Sprung von ihm kann man natürlich relativ gut angreifen. Es sieht, es dauert ein paar Frames, bis er sich erholt. Und ich meine, wenn er von uns getroffen wird, bleibt er zumindest kurz so ein bisschen wie in so einem Freeze-Frame drin. Ja, wie gesagt, nach diesen Blocken. Also insofern wir nah genug dran sind. Wenn wir zu weit weg sind, dann macht das halt nicht. Okay. Achso, und noch eine weitere Besonderheit. Ich hatte, denke ich, letztens bei Kunoichi gesagt, dass sie ja früher immer auch diesen kleinen, sagen wir mal, Nachteil mit hatte, dass sie mit ihren normalen Combo-Ender, also egal ob stehend oder geduckt, die Gegner immer nach vorne bringt, auch wenn sie zum Beispiel hinten in die Ecke stehen. Das ist jetzt allerdings bei Kamaitachi, bei denen das früher nicht so war, auch so in diesem Spiel. Wie schon gesagt, ist es generell hier nicht ganz so wichtig, aber nochmal als Idee, also von den drei klassischen Charakteren kann quasi nur Ninja mit seiner Kette, was immer da dazu schlägt, die Gegner noch nach hinten sozusagen befördern. Ja, seine normalen Angriffe machen halt nicht ganz so viel Schaden, also, aber ihr seid relativ schnell und wendig, also schon gesagt, alles in allem immer noch würde ich hier gut einschätzen. Thank you.
So, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wie wir mit den Roboter hier umgehen. Wobei, für ihn ist eigentlich, ich meine, wir können das hier benutzen. Gut, sind wir hier einfach mal durchgegangen. Kann natürlich unter Umständen ein bisschen riskant sein. Wenn man da vielleicht dann doch geworfen wird. Allerdings, sein Rückwärtswurf ist gar nicht so schwer auszuführen, wenn man da ein bisschen an die rankommt. Ohne es so nah ran zu müssen, wie bei der anderen Charakter, mit dem man die halt normal greifen muss. Okay. Und natürlich mit diesem Rückwärtswurf kann man es meistens auch ganz gut hinbekommen, dass man halt alle Gegner wieder auf eine Seite bekommt. Dass das einmal schon die präferierte Variante ist. So, auch noch mal einen weiteren Roboter hier. Ich habe schon gesagt, durch die relativ schnelle Bewegungsgeschwindigkeit kann man natürlich auch das probieren, aber das hier, ich habe gesagt, das geht eigentlich auch relativ gut. Wie ihr seht hier, man kann mehrere Gegner gleichzeitig werfen. So, gleich den Container hier beim Boss noch mit. Also das sollte jetzt auch wirklich alles gut gehen. Ja, da war ihn hier natürlich in seinen Charge-Angriff auch einfach gestoppt hier, also. Das sehe ich sicherlich gar nicht so, aber ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Und jetzt sieht man mal, wie viele Iframes die, ich weiß nicht, explizit wahrscheinlich auch gegen diesen Blaster-Angriff da bekommen, nachdem die aufstehen. Das ist natürlich auch neu. Ja, die eben, wie schon gesagt, jetzt ja wesentlich schneller bei dem Spiel mit ihrem normalen kleinen Schlag, den sie da rausbringen. So, jetzt haben wir Ninjas, ja. Und hier sollte man eigentlich gleich den Blaster raushauen, weil, ich meine,
Beim Übergang in den nächsten Abschnitt ist er halt wieder weg, von daher. Der versucht dort allen möglichen auszuweichen, aber manchmal klappt er dann doch nicht unbedingt immer. Kommen, genau. Ist eigentlich relativ egal, wie weit man das Ding schmeißt, weil ich meine, mit den Charakteren, die ein bisschen weiter werfen können oder so, sogar mit den Dingen laufen können, kommt man natürlich bis in die nächste Gruppe hier komplett rein. Ich denke, mit ihnen wird es nicht ganz reichen. Ja, das wäre auf jeden Fall zu weit hier. Und hier weiß ich eben teilweise noch nicht, dass sich hier diese Aufhebelogik so ein bisschen nochmal verändert hat. Also zum einen teilweise die Position, aber es ist auch wichtig, dass man so einen Gegenstand hier nur aufhebt, wenn man auch auf dem D-Pad oder theoretisch können wir auch mit einem Analog-Stick spielen, auch in eine Richtung drückt. Also hauptsächlich drückt man natürlich meistens nach vorne oder nach hinten. Also geduckt bin ich mir nicht ganz sicher. Nach oben könnte gehen. Das hat aber zum Beispiel den Vorteil, wenn man diese Kanister hat, die diese Gegenstände dann, also diese Heilgegen, diese Batterien dort, was ist ja, denke ich mal, Sinn, ne? Beinhalten, dass man sich direkt theoretisch vor die stellen kann und dann normal zuschlagen kann, insofern man halt aufpasst, dass man sozusagen eine neutrale Position dann einhält. Das kann natürlich schon mal hilfreich sein. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon gesehen haben. Ja, der geht halt auch gleich zum Boss mit. Also das ist natürlich alles nochmal hilfreich hier. Und da haben wir jetzt auch nicht wirklich Angst vor dem Boss hier, denke ich mal. Du musst da bestimmt mal an die Wand springen, genau. Gut geblockt. An der Wand. Aber schon in falsche Richtung, wo ich den Angriff gemacht habe. Sollte bestimmt die andere werden. Okay, das macht doch mal schön scharf.
Ja, habe ich ja mal in der nächsten Stage dann somit sowieso wieder voll, von daher war das schon okay hier. Stage 4, ich denke, ab hier kann man nur sagen, dass langsam ein bisschen interessanter wird. Wobei ja nichts heißen muss, ich bin ja schon in Stage 1 gestorben hier. Ne? So. Mal schauen, wie wir hier unter Beschuss standhalten. Wahrscheinlich trotzdem fast Sinn machen, weiter zu gehen, aber bis jetzt, na, sind wir ganz gut ausgewichen hier. Hat man gesehen, wenn die halt in so einem gewissen Abstand sind und dann im richtigen Moment diesen Angriff machen, dann reicht unsere Unverwundbarkeit vom Werfen dieses Gegenstands halt einfach nicht aus. Dann kann man auch noch mal einen Blaster raus, aber wir brauchen danach eigentlich nicht sofort. Ja, wie schon gesagt, zukünftig die Dinger hier nicht sofort benutzen. Das macht nicht wirklich Sinn. Gegen den Roboter sind die wesentlich hilfreicher, diese Minendinger da. Man sicherlich gleich einsetzen können, bevor man sich treffen lässt, aber gut. Okay, jetzt haben wir ihn. Soweit erstmal alles ganz clean hier in diesem zweiten Abschnitt. Dem hier werden wir jetzt noch ein paar von diesen Akten-Taschenfreunden hier bekommen. Ich weiß nicht, was das für. Also irgendwelche Agenten oder sowas wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Aber vielleicht sind es auch Versicherungsvertreter, wer weiß. Ich will halt nicht unbedingt jetzt hier weiter rennen, bevor wir dann
den besiegt haben, den Dicken, der sich jetzt irgendwohin verzogen hat. Ja, das auch nochmal. Okay. Wenn man ein bisschen weiter werfen könnte, wie man sieht, kriegt man das hier in die Gruppe mit hinein. Das wird dann auf den, ich sag mal, mit höheren Schwierigkeitsgrad oder mit gewissen Charakteren durchaus hilfreich, das zu machen. Weil das ja natürlich schon ein bisschen, also das ist definitiv schwerer hier, dieses Vorkommnis hier, nennen wir es mal so, als im originalen Spiel. Schon allein, weil wesentlich mehr angegriffen wird, dass jetzt die Reihenfolge andersherum ist. Links, rechts, links, rechts, anstatt rechts, links, rechts, links, ist egal. Aber wie man sieht, die Reichweite, früher war es wirklich, dass es sozusagen mehr oder weniger im Mittelpunkt so weit ging. Und jetzt ist es ja schon weit über die Hälfte, wo man da theoretisch getroffen wird. Und der vierte Bosskampf ist, na, sagen wir mal, nicht der allereinfachste. Es hängt, muss man sagen, bei dem Spiel halt durchaus so ein bisschen natürlich davon ab, wie häufig Silverboy jetzt hier hinten sozusagen oben auf sein Geländer da hüpft. Weil er ja, sobald er mehr oder weniger hier unten den Boden auch nur verlässt, sofort unverwundbar ist. Wenn er so schön vor uns landet, ist alles gut, aber... Ja, da war ich so ein bisschen am Überlegen. Jetzt früher war das nämlich anders. Dieser Laser ging immer genau in die Richtung, in die er sich zuletzt, dieser kleine Strahl, bewegt hatte. Wenn der sich vorher nach links bewegt hatte, ging dann, wenn der Laser runterkam, der auch mit dieser Geschwindigkeit nach links. Hier ist es jetzt so, dass er sich nochmal anpasst. Und darüber hinaus ist es hier eben auch so, dass jetzt die Kamera nicht mehr auf uns fixiert ist, sondern im Bosskampf auf den Boss. Also natürlich, wir sind auch noch im Bild, aber wir können jetzt, ich weiß nicht, ob es noch weiter dann rauszoomen würde. Wir können dann im Prinzip irgendwann nicht mehr weiter nach rechts gehen, obwohl die Stage an sich noch länger wäre. Ja, jetzt wollte ich den hier nach, wie man sieht, nach da drüben dann gehen lassen. Und er bewegt sich, denke ich, auch ein bisschen weiter als vorher. Aber also im einen sieht es ja noch ganz gut aus. Voller AP für die nächste Mission. Kommt eigentlich theoretisch mit diesen fliegenden Kerlen da ganz gut zurecht, würde ich mal sagen. Schön dagegen geworfen, ja. So, mal schauen, wie wir mit dem Mann hier umgehen. Erstmal volle Gruppe hier reingelassen, aber ja, auch ein bisschen Schaden an dem angerichtet. Ja, jetzt ja schon mal kopflos.
jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit, uns hier ein bisschen besser nochmal gegen den Boss hier darzustellen. Weil man natürlich sagen muss, hier ist es natürlich aus dem Grund schon mal leichter, weil hier keine anderen Gegner dann mehr dabei sind, ne? Bis auf diese ersten zwei Versicherungsvertreter hier, aber dann war es das ja. Aber man sieht halt auch, dass er eben schon ein bisschen mehr noch zuschlagen muss, ein paar mehr Treffer landen muss, wie die meisten anderen. Gegner hier, diesen ersten Abschnitt. Danach kommt ja der etwas herausfordernde zweite Teil hier. Da haben wir gesehen, wie der Gegner direkt nachdem wir hier, genau, unsere aktiven Frames vorbei waren, dann direkt in dem Moment dann halt auf uns zukommen und da kam er doch schon sehr nah ran. Also ich würde mal fast vermuten, dass wenn man da ein bisschen Pech hat, man da vielleicht auch mal einen Treffer kassieren kann. Durch dieses Anschlagen haben wir jetzt natürlich den Kanister hier sozusagen schon beschädigt, aber gut. Ja, das hat eine ganz schöne Reichweite hier. Weil fast alle anderen Sachen haben durch diesen breiter gezogenen Bildschirm ja, ich sag mal, auf der Gesamtlänge gesehen, weniger Reichweite in diesem Spiel. Aber dieser Jump Attack hier, der reicht ganz schön weit. Ja, da können wir uns im Prinzip das Ding gleich mitnehmen, weil na, das wird nichts. Ja, hier kann man theoretisch, muss man nicht ganz so konservativ sein, kann natürlich auch weitergehen, aber ich war erstmal vorgeschädigt, sozusagen durch die Stage 1 Niederlage. Okay, hast dich selbst gleich auf die richtige Seite gestellt, dann passt's ja. Mit den ganzen kleinen Treffern dauert es dann natürlich ziemlich lang. Aber gut. So kann man die natürlich relativ gut, ne, fixieren, dass wir die praktisch keine wirkliche große Gegner mehr haben können.
Aber der nächste Fehler, also, ja, was heißt Fehler? Er kann diesen Kanister sowieso nicht bis zum Ende des Levels hier mitnehmen, von daher ist es wahrscheinlich auch egal, aber man könnte den natürlich noch ein Stückchen weiter nach vorn werfen. Okay, das war jetzt hier die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Er hat sich alle getroffen, aber was soll's. Ja, zu zeitig. Also das sind halt alles noch so Sachen, Erfahrungswerte, die halt in den Details dann doch ein bisschen anders funktionieren wie früher. Wenn man das halt weiter nach vorn wirft, ne, dann kommt man natürlich auch noch weiter an die weiteren weißen Ninjas ran, sagen wir mal. Ja, schade. Hat man einfach Pech. Weil ich alle getroffen habe, der Affenmann ist schon mal weg. Ist schon mal sehr wichtig. Okay. Mal schauen, wie wir uns mit den Freunden hier anstellen. Oh, okay, da wollen wir uns einfach gleich mal werfen, ja, okay. Ja, er macht halt schon sehr viel seine schnellen Teleports hier dann. Definitiv im Bossarbeit, den man generell immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Da man halt auch seine Kombos meistens nicht komplett immer durchkriegt. Ja, und hier halten jetzt halt diese Geschosse von dem halt auch noch, sind die ganze Zeit über aktiv, anstatt nur mal kurz zu wirken. Und ja, so wurden wir direkt nach unseren Iframes dann halt trotzdem noch getroffen. Ja, da hatte ich natürlich Angst, dass er sich von hinten an uns ran... Ja, das war wahrscheinlich ein alberner Move hier. Okay, dass er da dann durchkommt, okay. Ja, wieder unser Blaster weg, die ist sehr schlecht. Schon mal ganz gut. Ja, das sollte klappen. Oh, irgendjemand ist irgendwo noch gestorben, weil sind wir gerade nachgespawnt hier. Naja, auch mir was gefallen. Nicht ganz volle HP, aber alle sind allen noch ganz gut weggekommen, ja.
Ja, wie schon gesagt, Stage 6, wie aber jetzt mal, also die ist schon praktisch um einiges leichter geworden durch die Heilung. Und insgesamt hat eigentlich auch die Anzahl der Gegner ein bisschen abgenommen. Bei normal jetzt hier vielleicht noch nicht so ganz der Riesenunterschied, aber bei hart, sind vor allen Dingen in dieser letzten Gruppe sonst schon noch ein paar mehr gewesen. Volle Heilung hier, also das sollte alles klappen. Okay, alles hinbekommen. Und Double Boss Time, mal schauen. Wir uns hier mal so anstellen. Okay, wir kriegen hier nochmal hingeworfen. Also das sieht bis jetzt schon mal sehr gut aus. Das kann man zum Beispiel gegen die hier oder so mal machen. Sind natürlich ein Fan davon, wenn die springen. Okay, aber die volle Sache hier abbekommen. Blaster hat auch noch einiges gehabt, also beziehungsweise war voll, ne, war auch einsetzen können, aber es geht ja auch darum, so ein bisschen zu üben, gegen die hier zu kämpfen. Das war grundlegend das Spiel durchspielen, also das war mir schon klar. Ja gut, diese zweite Gruppe hier, die hat es ein bisschen in sich durch diesen Beschuss hier. Ja, wir haben den Roboter gleich mal von hinten erwischt. Ja, können wir ihn natürlich hier gleich weghauen. Wenn man sich hier richtig positioniert, habe ich da irgendwie so ein bisschen herausgefunden, dass man mehr oder weniger dann im Prinzip komplett safe eigentlich stehen kann. Und hier hätte es aber trotzdem auch Sinn gemacht, wenn man versucht dort, okay, auch blind ausgewichen, so ein Ding hier, so einen Kanister mit voranzubringen, zumindest einen von den dreien. Der wäre jetzt hier nach dieser Gruppe hier zum Beispiel uns noch heilen könnten, aber naja. Mal schnell geblockt hier unten. Von daher nichts passiert ja, immer noch volle HP. Ja.
der Typ mit dem Messer hier uns wieder im Weg. Ja. Muss natürlich gerade in dem Moment dann kommen, ja. Na komm. Voll AP. Wenn man in diesen Combo-Ändern diesen Stehenden drin ist, hat man natürlich eine relativ gute Abwehr gegen die allermeisten Angriffe. Er lehnt sich auch noch zusätzlich dazu mit vor. Also insofern der Gegner nicht direkt nach den aktiven Frames seine Bewegung nach vorne ausführt sozusagen, wird er eigentlich halt immer komplett abgeblockt. Also, beziehungsweise wird halt selber dann getroffen, ne? Also das ist schon durchaus effektiv. Und die Länge dieses Slides, also die, ja, noch lernen, bis ich die richtig einschätze. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt tatsächlich das hundertprozentig hinkriege. Zuerst mal auf eine Seite hier. Ich werde mal gleich einen Blaster einsetzen. Mal schauen, vielleicht springen ja von 1, 2 in die Köpfe ab. Ja. Wo will er denn hin? Okay. Und wie man sieht, er wird jetzt auch nach vorn geworfen. Im originalen Spiel wäre er nach hinten gefallen. Ja, jetzt kann sie wieder ein wenig schwindlig werden. Ja, jetzt beim Zuschauen noch so. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht diesen zweiten Kanister jetzt vielleicht sogar in der Area haben, wo der Boss ist. Okay, jetzt kann ich so genau sagen. Könnte sogar sein, vielleicht. Müssen wir mal schauen, könnte vielleicht sogar noch drin liegen, obwohl es jetzt außerhalb des Fahrstuhls ist, was theoretisch ein bisschen unrealistisch ist, aber gut. Und soll es ja nur rechts sein. Aber im besten Fall hat man es natürlich hier irgendwo im Fahrstuhl drin, um ganz sicher zu sein, ne? Aber halt alles noch so Erfahrungswerte, die dann später mal kommen werden. Und das ist halt auch neu, das hatte ich bestimmt auch schon mal irgendwo erwähnt, wenn man das eingesetzt hat, dass man jetzt sozusagen diesen Blaster-Angriff auch machen kann, wenn man dann
selbst sozusagen einfach schon in der Luft getroffen worden ist. Was jetzt in dem Sinne nicht unbedingt einen Unterschied macht, weil solange man selbst in der Luft ist, kann man eigentlich nicht nochmal getroffen werden. Es geht halt natürlich andererseits schneller. Also unter Umständen ist es halt die bessere Möglichkeit, weil wenn man sich zu Boden fallen lässt und dann aufsteht, kann man natürlich auch den Knopf mashen, damit man ihn hoffentlich im ersten möglichen Frame dann tatsächlich drückt, aber ob das dann tausendprozentig immer klappt, ne? Und da hinten sehen wir den Energiekanister noch, den wir jetzt gleich mitgenommen haben, wahrscheinlich auch so sehen. Aber wir hatten ja ein paar HP verloren, von daher ist das schon in Ordnung. Ja. Sieht erstmal ganz gut aus hier, vielleicht springen da, ne? Das geht halt relativ schnell, ne? Also vor allem wenn man da geduckt ist, ist man halt sofort weg. Aber selbst im Stehen, weil es gleich so ein Doppelschlag ist, geht das relativ schnell. Ja, bei dem Wurf muss man ein bisschen aufpassen. Okay, wir haben ihn gut erwischt. Das war jetzt, denke ich mal, in Ordnung, hier ein bisschen Schaden reinzudringen. Ja, leider nicht ganz. Oh, sehr gut. Ja. Okay, gerade so gerecht. Sehr schön. Und Final Stage. Oder Stage Final. Na komm her. So, erstmal den ersten richtigen Abschnitt hier mit ein paar kleinen Robbern zu beginnen. Na gut. Und diese Weiber hier. Na, mal schauen. Das ist eigentlich hier alles. Ganz locker von der Hand gehen. Die letzte Gruppe natürlich nochmal unter Umständen ein bisschen interessant. Kommen nochmal einige von den dicken und zwei Feuerspucker. Beziehungsweise, also den ersten können wir auf jeden Fall schon mal
vorher einzeln erledigen, wenn wir wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir es hier machen. Ich denke, bei normal bleibt es bei den dreien hier dann. Ah, zum Glück gleich danach geblockt, ja. Okay. Soweit alles ganz ordentlich. Jetzt mal der Abschnitt hier noch. Der letzte von dem Boss. Da man hier aber extrem viele Heilmöglichkeiten hat, also auf einmal ist das eigentlich relativ unkritisch hier. Und diese eine Gruppe, die ja immer extrem lang sonst beim originalen Spiel war, die ist hier ja ganz schön entschärft worden, also selbst bei Hard dann. Oder vor allen Dingen bei Hard, bei Normal war sie ja im Originalspiel auch dann auch noch nicht so lang, also mit so vielen Gegnern. Ich denke, hier wollte ich mal den Vorwärtswurf wahrscheinlich sogar machen. Durch die Mine da hinten war es ja äußerst effizient natürlich. Und der ist jetzt weg. Da jetzt der Große auch noch zusätzlich hinter uns war, das ist ja, denke ich mal, durchaus Sinn. Ja, jetzt natürlich Blaster hier. Ja. Und obwohl wir hier einiges, wie schon gesagt, an Schaden hier genommen haben, ist das halt, denke ich mal, nicht wirklich das Problem. Ja, zum einen kriegen wir hier in der Gruppe selbst jetzt ja eben diese Heilung hier noch gestellt und hier kommen ja jetzt nochmal zwei Container. Dafür gibt es halt dann im allerletzten Abschnitt vor, direkt vor dem Boss halt keinen mehr. Ja, habe ich echt erwartet, dass sie vielleicht an mich rankommt, aber nein. Alles gut. Und hier haben wir ja eigentlich schon gesehen, dass wir locker nach den, über den Kerl hier besiegt haben und uns das noch aufheben können. Ich nehme ja schon mal was mit. Man will jetzt natürlich nicht so stehen, dass man jetzt außersehen das Ding mitnimmt, ne?
Alles gut. Dann mal hier zu den letzten Gegnern. Na, schon nicht so gut, wenn die zwei Seiten stehen. Ah, alles gut. Die Aliens springen halt gern. Ja, hat's uns schon mal erwischt. Nun gut, also mal los. Wir haben theoretisch, also logischerweise mit diesem Wurf nach hinten, wo die Gegner so hochwerfen. Und ich denke auch mit diesem Kickwurf nach vorn, was im Originalspiel mit ihm sehr einfach ist. Man kann sich einfach hinten in die Ecke stellen oder sozusagen der Bildschirm noch nicht so groß ist. Hat man überhaupt kein Problem damit, die Gegner, also bis auf die, die etwas kleiner sind, wie zum Beispiel diese kleinen Roboter, einfach aus der Entfernung sozusagen zu werfen. Wie wir sehen, das geht aber hier somit auch mit diesem Rückwärtswurf erstmal ganz gut soweit. Mit dem Ding können wir natürlich nichts anfangen, was da rumfliegt. Mit diesem Vorwärtswurf muss man hier ein bisschen genauer zielen, würde ich mal sagen. Aber es geht, wie man sieht, wenn man die richtige Distanz hat. Man kann sich halt nicht wie früher einfach hinten in die Ecke stellen und machen. Und dieser Kickwurf, der hat halt einen, sagen wir mal, Vorteil. Wie wir sehen, wie schon gesagt, dass er nicht so weit ist. Dass der, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, es gibt jetzt diesen Moment, wo jetzt hier in der Mitte dieser Laser kommt, genau, und wenn man diesen nach hinten macht, können die Gegner halt da weggeblockt werden. Das passiert bei diesem Vorwärtskick natürlich nicht, der geht ja dann im Prinzip einfach durch diesen dicken Ding durch, ne? Während man hier halt das Problem hat, wie man sieht. Unter Umständen, ne, hängt natürlich immer davon ab. Ja, leider jetzt gerade umgefallen, den wollte ich natürlich werfen, aber waren die der erste Teil der HP alle. Okay, das ging gerade noch so durch, bevor das Ding aktiv geworden ist. Da hier würde das eben auch funktionieren, wenn das Ding schon aktiv ist in der Mitte. Aber die Distanz ist halt etwas speziell, sagen wir mal, wo das halt klappt. Aber diesen Rückwärtswurf, sagen wir, ist halt dagegen relativ einfach einzuschätzen. Also hier geht es natürlich so nicht, schon klar, aber. Vorwärtswurf sollte klappen, ja. Ah, geht auf. Also da ist die Reichweite auch relativ gut. Okay, Phase 3. Und da könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen meine Probleme kriege, weil jetzt ist ja in der Mitte das Ding fast die ganze Zeit zu. Und ich hatte das hier eben noch nicht so ganz herausgefunden, wie was sinnvoll gegen diese Dinger hier vorgeht. So, jetzt kommt wieder der andere. Natürlich voll hier drin. Ist wieder nur noch in der Mitte. Natürlich jetzt gerade hier als Unwerfbare nicht so hilfreich.
Der wird halt weggeblockt. Außer er ist schon tot. Das geht natürlich dann, weil dann kann er nicht nochmal getroffen werden in der Luft. Ja, wenn hier halt die Distanz passen würde, würde das halt gehen mit diesem Kick. Aber ich denke mal, dass ich auch schon so ein bisschen jetzt hier ein bisschen am Verzweifeln bin. Ah, wie kriegen wir es jetzt noch hin? Da kommen wieder die mit dem Messer, die nur einen einzigen Schlag aushalten und ja, das war's. Die mit ihm natürlich fast unmöglich zu werfen sind, weil ich ja gesagt habe, man muss mindestens vorher einen Schlag setzen, bevor man grundlegend werfen kann. Man kann allerdings einen anderen Gegner treffen und dann den nächsten theoretisch werfen. Aber das ist fast unmöglich mit denen. Also ja, also auf ein neues. Also Phase 1 war absolut kein Problem, würde ich mal sagen. 2 war dann schon ein bisschen eingeschränkt und für 3 müssen wir uns was überlegen. Okay, das ist erstmal perfekt hier. Achso, ja, da war ein Versuch, ob man ihn damit treffen kann, aber... ja, wenn die gechuckelt werden, davon trifft es natürlich auch nicht. Also ja, okay ist, aber sonst hätte ja die Reichweite, denke ich mal, eh nicht gereicht. Na gut, ging trotzdem noch, ja. Nicht wirklich viel Schaden gemacht, aber wir sind auch noch nicht getroffen worden, also von daher. Die können einen theoretisch mit ihrem Wurf auch dagegen werfen. Hat man das nicht sogar schon einmal gesehen? Das ist, denke ich, nicht das letzte Mal, dass das passiert. Und ja, hier haben wir gesehen, da haben wir jetzt 2 geworfen. In dem Moment bin ich bestimmt davon ausgegangen, dass das wie früher beim Original, also auch wenn man mehrere Gegner wirft, nur einen Schaden macht. Allerdings habe ich das dann später hier, habe ich es jetzt nochmal so gesehen, also wahrscheinlich war halt der eine näher dran als der andere, ne? Weil die sind ja leicht versetzt. Wie die da geworfen werden. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man mehrere Gegner wirft, da auch mehrere Treffer an dieser Scheibe verursachen kann. Was mir durchaus ganz gut zusagt. Ja, logisch, hilft uns ja, aber... Also wir sind ja momentan nicht unbedingt schnell unterwegs, aber... Ja, da haben wir sie jetzt gesehen, Doppeltreffer. Das sollte natürlich ein Vorwärtswurf werden, aber waren nicht nah genug dran, kann man vermuten. Okay, aber den jetzt. Ja, genau. Na, ich versuche natürlich das Ding da unten, dann muss er da hinten natürlich sein Messerchen werfen. Okay. Ich dachte mir so, alle auf der Seite da drüben, das hilft mir jetzt nicht. Na
Das hat getroffen, aber uns auch. Jetzt hatte ich auf Blaster gedrückt, aber der war halt leider leer. Okay, nochmal ein Doppeltreffer hier wenigstens. Okay, jetzt die letzte Phase. Natürlich gleich sofort von diesem fliegenden Ding da getroffen. Sogar der kleine Robby geht. Das meinte ich eben, dass das halt dann gut an der Stelle trifft. Aber hier sind sie ein bisschen gefährlich. Und früher, wie schon gesagt, ganz von der Seite aus hatte das gereicht. Das war wirklich absolut kein Problem mit dem Charakter. Also mal abgesehen davon, dass es auch noch diese natürlich Dinger in der Mitte noch nicht gab. Es gab oben die Kanonen noch nicht. Weil leider ein bisschen zu weit vorn. Okay, geschafft. Ganz knapp. Ja, da ist definitiv noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, vor allen Dingen in diesem Bosskampf hier. Also vor allen Dingen in der ersten Phase können wir theoretisch erstmal sehr gut überleben und einfach nicht so ein Riesenproblem damit Schaden zu machen. Aber ja, die zweite und dritte Phase, da ist definitiv noch einiges rauszuholen. Und ja, das werden wir dann zukünftig natürlich dann auch sehen, wenn wir dann weitere Runs mal mit dem Charakter hier machen. Ja, also alles in allem würde ich mal sagen, obwohl das jetzt hier natürlich nicht der glorreichste Playthrough war, nichtsdestotrotz an sich macht es durchaus schon Spaß, auch diesen Charakter zu spielen. Also wie schon gesagt, in vielen Situationen verhält er sich wirklich sehr gut. Aber es gibt halt doch ein, zwei Stellen jetzt hier, wo man sagt, hast du schon eine gewisse Herausforderung. Naja, gut, dann soll es das hier an der Stelle von mir mal gewesen sein. Ich lasse mal noch die Credits und so weiter durchlaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nochmal irgendwas freigespielt worden ist oder so. Von daher erstmal soweit. Bis dahin.